Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Heute möchte ich euch mal wieder einen Schlafsack vorstellen. Ausgesucht habe ich mir diesmal den neuen Nordisk Behring. Den Behring hatte ich ja bereits vorgestellt in meinem Special zur Outdoor 2011. Heute wollen wir uns den Kunstfaserschlafsack nun mal etwas genauer anschauen. Werfen wir als erstes einen Blick auf die Temperaturangaben. Den Nordisk Behring gibt es in den drei Versionen minus 3, minus 13 und minus 23. Passend zur kalten Jahreszeit stellen wir euch heute den Behring minus 13 vor. Dessen T-Limit-Wert liegt, wie der Name schon sagt, bei minus 13 Grad Celsius. Der eher für Frauen interessante T-Komfortwert des Behring liegt dagegen bei minus 6 Grad Celsius. Der T-Extremwert des Schlafsacks wird mit minus 30 Grad Celsius angegeben. Alle Werte wurden nach EN 13537 ermittelt und gelten für Durchschnittspersonen. Schauen wir uns nun die Ausstattung an. Der Behring wird normalerweise mit einem Kompressionspacksack geliefert, der in unserer Testversion jedoch fehlte. An der Seite besitzt der Schlafsack einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Er geht nahezu über die gesamte Breite und ist kuppelbar. Sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite ist ein Schutz gegen ein Einziehen des Reißverschlusses vorhanden. An der oberen Reißverschlussseite existiert eine Abdeckung, die an dieser Stelle die Kältebrücke schließt. An der Innenseite besitzt der Behring einen Wärmekragen. Er ist mit einem flexiblen Gummizug versehen. Die Enden des Wärmekragens lassen sich nicht verbinden, sodass dieser nicht vollständig zugezogen werden kann. Darüber hinaus bietet der Schlafsack eine Innentasche, die zur Aufbewahrung von Wertsachen oder temperaturempfindlichen Gegenständen genutzt werden kann. Insgesamt ist der Behring eher großzügig geschnitten und bietet ausreichend Bewegungsspielraum. Eine großzügige Kopföffnung sorgt für zusätzliche Flexibilität. Im Kopfbereich besitzt der Behring eine Konturkapuze, die mit einem Kordelzug versehen ist. Auch der Fußbereich des Nordisk-Schlafsacks ist konturiert. Gehen wir zum Abschluss noch aufs Material ein. Der Nordisk Behring ist ein Kunstfaserschlafsack, der mit Thermo-Dry-Soft-Fasern gefüllt ist. Sie werden in einer Offset-Doppelbox-Konstruktion gelagert, dessen zweilagige versetzte Kammern Kältebrücken verhindern. Highlight des Behring ist das Außenmaterial. Hier wird ein Nylongewebe mit einer isolierenden Faser, dem sogenannten Blackyarn, kombiniert. Beim Blackyarn sorgen winzige Carbonteilchen dafür, dass Wärme besser im Schlafsack gehalten und Feuchtigkeit schneller aus diesem heraustransportiert wird. Damit ist der Außenstoff nicht nur Hülle für die Füllung, sondern er unterstützt auch die Funktion des Schlafsacks. Im Innern setzt Nordisk ein 20D Nylongewebe ein. Das Gewicht des Behring minus 13 liegt ohne den hier zu sehenden Packsack bei 2013 Gramm und damit deutlich über den Angaben von Nordisk. Kommen wir zum Fazit. Der neue Nordisk Behring ist ein grundsolider, gut ausgestatteter Kunstfaserschlafsack. Punkten kann er vor allem durch ein angenehmes Raumgefühl und eine variable Kopföffnung. Diese erlaubt es, den Behring flexibel den aktuellen Temperaturen anzupassen. Ebenfalls top ist der neue Blackyarn Außenstoff, der die Funktion des Schlafsacks verbessert. Allerdings gelingt es Nordisk damit, zumindest in unserer Vorabversion nicht, sich gewichtsmäßig signifikant von vergleichbaren Kunstfaserschlafsäcken abzusetzen. Ebenfalls nicht überzeugen konnte uns der nicht verschließbare Wärmekragen, dessen offene Seite bei tiefen Temperaturen stört. Der Nordisk Behring wird Anfang 2012 auf den Markt kommen. Der genaue Preis steht noch nicht fest, wird aber wohl über 200 Euro liegen.